Ja, das war erstmal der letzte Versuch. Also bei Katzengras ist es irgendwie genau andersrum. Da kommen die Teile, die unter der Hochspannung gekeimt sind, nicht so schnell raus wie die, die ja ohne Hochspannung gewesen sind. Ne? Aber mal die Pflänzchen angucken, die wir schon länger unter Beobachtung haben. Ja, das ist die eine Tomatenpflanze. Kommt so langsam wieder. Ne? Das war die gewesen, die ich aus Versehen abgebrochen habe. Und dann im Wasserglas neue Wurzeln habe treiben lassen. Also lässt sich nicht unterkriegen. Blüten sind aber irgendwie noch keine dran, oder? Sehe ich das falsch? Nee, Blüten sind noch nicht dran. Ja, aber dafür die anderen zwei Tomatenpflanzen, ne? Die am Anfang ziemlich mickrig aussahen. Ja. Also dafür, dass die hier nur so einen ganz kleinen Bottich mit Erde haben. Na? Sieht das so schon nicht schlecht aus. Ich habe die Geize alle dran gelassen. Ne? Ich wollte es so naturmöglich wie so naturrichtig wie möglich wachsen lassen. Und guck hier, eine kleine Mini-Tomate ist schon dran. Ja, und das ist mein Bienchen. Bzzzt. Mal gucken, wo das Bienchen jetzt hingeht. Ah, hier oben sind noch ein paar. Bzzzt. Ja, irgendwer hat mir mal gesagt, nur wenn man dazu so summt wie Bienchen, bzzzt, funktioniert das. Okay. Ja, Pflanzenpoppen. Was es alles gibt. Ja, mal schauen, ob dann noch mehr von diesen da rauskommen. Ja, das sind die aus diesem 3-Tage-Keimversuch. Ja, Tomaten. Hier das Bergbohnenkraut. Ja, und von wegen Mais. Ne? Es war doch kein Maissamen, der darin gekeimt ist letztens. Das schaut irgendwie anders aus. Ne? Ja, hier nochmal das Bergbohnenkraut. Na, sind wir gespannt, was hier rauskommt.